Oh, Alter, was geht ab, Leute? Okay. Wir testen jetzt Döner. Der beste Döner in München nach 0 Uhr. Ey, ja, die Dame hat mir geschrieben: Ey, mein Mann hat einen Dönerladen, schau gerne bitte vorbei. Geht alles auf uns. Sehr süß gemacht, deswegen dachte ich mir: Ja, okay, klar, mache ich gerne. Aber ich muss mir natürlich die Hook überlegen. Wie ich die Leute, was ich in den Titel packe oder bei Shorts, Reels. Was so der erste Satz ist. Da kann ich sagen, hey, hier Döner. Und dann habe ich ein bisschen Research betrieben und der hat irgendwie anscheinend sehr lange offen, was halt für München echt selten ist. Und irgendwie nach 8 Uhr eigentlich schon, sagen wir nach 10, findest du fast nirgendwo mehr was zu essen. Der hat werktags bis 23 Uhr und Wochenende bis 4 Uhr offen. Berliner denken sich ja, okay, und jetzt? Ich schwöre, für München ist das krank. Schon gehört, ihr wollt noch eine Filiale aufmachen irgendwo? Ja, er warnt im Oktober. Okay. 1. Oktober. Dann werde ich zum McDonald's, kennst du? Ja, in Nordbad. Ja, neben McDonald's. Was kannst du empfehlen? Was ist deine Spezialität? Sag einfach, was du willst, mein Lieber. Ich kann den Döner machen oder. So. Oh, Grill aufgedreht. Wir gönnen uns einen gemischten hier. Und ein Köfte-Dürüm. Schauen wir mal, was er hier so im Angebot hat. Ich habe gesehen, ihr habt sehr lange offen. Wochenende, mein Lieber, ja. Ja. Aber da hast du Mitarbeiter, oder? Oder stehst du selber hier? Nein. Oh mein Gott. Das ist zu dicht. Okay. Das ist 4 Uhr. Okay. Ich habe damals gemacht, mein Lieber, aber. Ja. Das ist brutal. Von Anfang habe ich gemacht. Ja. So. Ja, mach alles, alles. Ah, c'est possible du kebab. Du kebab, oui, oui. Das ist mit dir? Bist du mit? Ja. Das ist dein Kumpel, oder? Français. Parle français? Oui. Ça va? Ça va. Schauen wir uns den mal an, Leute. Chef hat sich viel Mühe gegeben. Ich weiß nicht, ob das so nach 0 Uhr, nach dem Feiern hier kommt, hierher auch so aussehen wird. Der die gleiche Quali bekommt. Jetzt denkt ihr euch, ja, wenn ich den so verpacke für guter Döner nach 0 Uhr, spät abends, wieso scheint dann noch die Sonne? Ja, weil ich spät abends nicht unterwegs bin, Mann. Ich bin da in der Mine, ich bin alt. Wir müssen hustlen, wir müssen raus aus dem Insi-Modus. So. Ich erinnere mich an Hans Kebab, so voll wie der ist. Fleisch. Oh, gut gewürzt. Oh, echt gut gewürzt, gut verpackt. Stellt euch vor, ihr kommt nach dem Feiern. Habt Hunger, habt Durst. Wisst nicht mehr, wie er heißt. Dann gibt es diesen Oschi. Was mir aufgefallen ist, Granatapfelsirup. Bin ich, um ehrlich zu sein, kein Fan davon, aber okay. Saftige Angelegenheit. Also würde ich den um 3 Uhr nachts bekommen. Mein Gott. Ganz andere Welt. Weil der ist für jetzt schon nicht schlecht.
Sieht gut aus. Ich hoffe, den Döner hat dir gefallen oder so, oder? Der war tatsächlich gut, ja? Hat mich überrascht. So ein bisschen Granatapfel. Ja, yeah, es ist gleich hier. Danke dir. Danke. Cette semaine, j'ai deux jours de congé. Ok. Lundi et vendredi. Ok. J'ai bossé 4 jours. La quatrième ouais. Semaine, tu bosses 4 jours. T'sais, et là, il diminue, tu sais. 2 heures par jour. Et les autres semaines, du coup, tu fais 5 jours. Hein? Les autres semaines, tu fais 5 jours. Parce qu'hier, on m'avait bossé. Ah, non, c'est mieux, tu sais. Oui. Oui, c'est là, 8h ou 10h, ça ne change pas grand chose. C'est le dernier. Puis le dernier, 10h, tu ne bosses pas comme il faut. De toute façon. Mais tu bosses. So, wir waren nicht alleine. Da haben sich welche zu uns gesetzt. Also zu mir. Zu uns. Jetzt schon im Plural. Deswegen war ein bisschen unangenehm. Mit euch zu reden, aber ich will ja nicht schon dieser arrogante Foodblogger sein, Influencer, der sagt, hey yo, das ist jetzt mein Tisch, schleicht euch und seid still oder so, sondern sollen die ihre Mittagspause genießen. Döner überraschend gut, gut, seht ihr hier sogar, stabil, Fleisch würzig, ich würde den hier nochmal essen, jetzt nicht nur im Suff vom spät nachts zum Heimgehen, sondern auch am Tag ist er echt solide. Vor allem für die Umgebung. Der beste in diesem Stadtteil auf jeden Fall. Ist jetzt nicht so, dass ich direkt sagen würde, boah, ich hätte morgen nochmal Bock auf den, aber ich würde den nochmal essen und das ist echt eine Seltenheit in München. Fresh. Gute Soßen. Granatapfel kam auch nicht schlecht. Und wie gesagt, gut gewürzt, das ist wichtig. Köfte, Dürüm war schwächer. Aber kann man auch essen. Im Suff geht alles, aber der würde krass kommen. Kann man machen. Ist einfach stabil. Ich würde jetzt nicht in die Münchner Dönergeschichte eingehen, aber ist ein stabiler Döner für die Nachbarschaft. Tatsächlich. Also der ist so stabil. Sagen wir hätten UFC Fight Night Kampf, wo ich mich mit den Jungs treffe. Und das ist halt mitten in der Nacht. Eigentlich gibt es da immer nur noch McDonald's. Und ich habe keinen Bock auf McDonald's. Und hier was holen? Ich würde hierher fahren. Ja. Choc Gesell habe ich. Hast du eine Tüte für mich? Also, du bist quasi, wir sind auch im Norden. Genau, so mache ich. So, verstehst du? Genau. Oh. So. Also, nett waren sie auf jeden Fall. Wir haben auch noch ein bisschen gequatscht. Dafür, dass er, ich sag mal, Monopol hat hier in der Gegend, für so spät noch offen haben, ist er sogar ziemlich gut. Ich habe 2 volle Stempelkarten noch bekommen. Ich kann jederzeit hier vorbei. Falls Krypto, weil Krypto ist momentan stark am Fallen, ey. Falls ich nichts mehr habe, unter der Brücke lande, hier kann ich immer essen. Den Laden kennt ihr Leute, da waren mal. Aber ich muss Tram fahren. So, dadurch, dass der Laden so ein offenes, also alles offen ist, hat uns der Chef gesehen, das war ja der Cousin von einem alten Schulfreund, hat sich über das Video gefreut und wir sollen im September nochmal vorbeischauen, da gibt es Tagesgerichte, mehr, kriegt ihr noch einen Koch rein, mehr Menüs, mehr Sachen, mach mal doch gerne. Side Arc, ich weiß nicht wo, an welchem Videoende ihr das sehen werdet, ich glaube der nach 0 Uhr Döner. Suzuki, hier gibt es japanische Snacks und die haben was Neues auf der Karte und ich darf es probieren. Wie ihr sehen könnt, kein gutes Wetter. Signature.
dessert, matcha pudding. Schweres Wort, smooth matcha pudding made with premium green tea for a perfect blend of sweetness and earthy notes. Das hatten wir das letzte Mal hier, Leute. Eigentlich alles. Außer Onigiri. So Japanese, Leute. Wow. Perfect for the weather. Nicht pusten, Leute. Schon wieder jiggelt, Leute. Schön die ganze Soße noch mitgenommen. Interessante Konsistenz, interessanter Geschmack. Jetzt lass mal die Soße probieren. Ah, von da kommt die Süße. Das heißt, der hier ist gar nicht süß. Interesting, interesting. Matcha da was, kommt zwar hierher, probiert es den. So sieht das aus, Leute. Matcha. Wow, Matcha. Ah, ich hab ihn zerstört, Leute. Auf Ex. Okay, ich hab den Eiswürfel getrunken. Das zählt nicht. Den Rest habe ich auf Ex getrunken. Der beste Döner in München. Nach 0 Uhr? Vielleicht. Berliner Döner am Stachus hat jetzt am Wochenende auch relativ lange offen. Nicht ganz so lang wieder, aber ich schau mal. Ich mache jetzt auf jeden Fall mehr Döner-Content, hab Bock. Ich habe nämlich letztens den heftigsten Döner in München entdeckt. Neu, brandneu, also nicht irgendeiner von den Top 5, Top 10, den ich jetzt nochmal neu getestet habe und der überraschend jetzt auf 1 ist, sondern aus dem Nichts. RKO out of nowhere, schießt er auf die 1. Das seht ihr sogar die Woche noch. Ich muss das direkt raushauen und direkt hypen. Auf jeden Fall, ja, mehr Döner-Content wird kommen, weil seitdem bin ich voll wieder zurück im Döner-Game. Hab Bock, viele Döner in München zu testen. Und das war's von mir, Leute. Checkt den gerne ab. Überraschend gut, überraschend sehr solide, überraschend ein wenig zu wenig darüber erzählt, weil da waren irgendwelche Arbeiter an meinem Tisch, aber ey, Kuss geht raus an, wie nennt man das? Also auf Englisch heißt es Blue Collar, halt an die Arbeiterschaft, die halt durchziehen. Ihr wisst Bescheid, wenn ihr mal liken, subscriben, kommentieren, checkt die Videos ab, folgt mir gerne auf Instagram, TikTok. TikTok läuft gut, schaut gerne mal vorbei, supportet. Und ja, der nicht aktive Zweitkanal, die Mine läuft nicht, offensichtlich, weil nicht aktiv. Serious Business und ciao.